Was geht, was geht? Bin mal gespannt. So, ja, heute mal ein bisschen was anderes. Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung und ehrlich gesagt ist der Hype von Palworld so ein bisschen bisher an mir vorbeigegangen. Aber vor ein paar Tagen hatte mein Bruder mal gefragt, ob ich das schon gesehen hatte. Deswegen werden wir da heute mal reinschauen. Ich habe in der Tat vermieden, mir Videos oder irgendwas anzuschauen zu diesem Spiel. Deswegen, ja, also viel mehr als dieses Titelbild oder was auch immer man da sonst halt so sieht. Das sind so, das fasst so die Eindrücke, die ich von diesem Spiel bisher habe, zusammen. Viel mehr weiß ich darüber nicht, aber ich wollte es mir vorher nicht nehmen lassen. Ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, unvoreingenommen, deswegen, ja. Ich würde mal sagen, wir starten direkt mal rein. Ist aber so, man sieht hier komische Viecher, man sieht hier Waffen. Nennen wir es mal Nothing to See hier. Na komm, wir sind im Videospiel. Muss ja nicht realistisch sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir wachen. Türme sind der Schlüssel. Der Baum beinhaltet die Wahrheit. Ich krieg gerade verdammt krasse Legends Arceus Vibes. Wir wachen an einem Strand auf und finden als erstes ein krasses Handy oder was auch immer das gerade war. Aber wir werden so, krass, das war aber eine relativ kurze Cutscene. Wir werden sofort reingeschmissen. Sieht auf jeden Fall wild aus. Aber die Grafik ist schon mal gar nicht verkehrt. Ein Schiffbrüchiger. Jemand, der mir nicht nach Pers riecht, ist mir lange nicht untergekommen. Die Insel ist die reinste Hölle. Von denen, die mit mir herkamen, ist keiner mehr am Leben. Ah, krass, okay. Ein paar Ressourcen kann ich jetzt zwar abgeben, aber um hier zu überleben, musst du dich selbst ranhalten. Mhm. Ach, und das war schon... Okay, wir haben schon genug Holz. Gucken wir einfach mal, was das ist. Ah, ich muss es erst bauen. Ah, okay. Was haben wir hier? Eine Holzkeule. Machen wir doch direkt mal eine. Aha. Du hast keine Sphären. Okay, wir brauchen Holz und Stein. Schnellreise frei. Ah, das sind Spawn, das sind Telepunkte. Das sieht aus als... Ah ja, okay. Also man kann nicht alles kaputt kloppen, aber ein bisschen was. Oh ja, das geht deutlich einfacher. Okay. Ah, und da kriegen wir auch Bruchstücke her. Okay, aber dafür würde ich mal sagen, dann gehen wir mal Viecher angreifen. Nehmen wir den da. Du. Bam. Warte, kann ich den umbringen? Anscheinend kann ich den nicht mehr fangen, wenn er kein Leben mehr hat. Hm. Okay, nächster Versuch. Zum Glück haben wir uns zwei von den Dingern gebaut. Oh, nein, ich wollte eigentlich noch ein Leben übrig lassen, aber... Oh, der ist stärker. So, probieren einfach mal. Aha. Ruf einen gefangenen Pal mit E. Was geht ab? Na komm, wir hauen es einfach mal hin. Okay. Herr Wild, das Ding baut ja einfach. Nee, du sollst aufhören. Anheben. Komm mit. Hier, mach mal Holz. Lass ihn runter. Was machst du denn jetzt? Nee, du sollst Holz machen. Egal. Dann machen wir selbst Holz. Kann ich das Ding oben einsammeln, hier runterbringen? Ich will nicht wieder hochlaufen müssen. Wie war das noch mit... Nein! Ich muss auf... Boah. Kann ich hier unten noch eine Werkbank bauen? Ja, ne? Muss nicht immer hochlaufen. Kälte. Oh, es ist kalt. Dann brauchen wir ein Feuer, würde ich mal sagen. Lagerfeuer. Ja. So. Ah, man kann auch Sachen... grillen. Wahrscheinlich bringen die dann mehr, ne? Haben wir vielleicht so einen höheren Nährwert. Ah ja, okay. Das ist doch nett. Haha, wo hat denn in die Pfanne her?
Finde ich auch gut, dass da jetzt eine Hähnchenkeule und Spiegelei drin ist. Aber das ist... Boah, das ist ja viel zu laut. Kleinen Moment. Oder kann ich das nicht dieses Perl machen? Kannst du kochen für mich? Baut ab. Nein, why? Hallo? Kannst du es lassen? Ich würde mal sagen, wir fangen mal an, diese komischen Wollviecher zu fangen. Die Lamball. Weil je mehr wir haben, desto mehr Helferchen haben wir auch. Jetzt ist mal... komm mit. Okay, bleib doch oben und hack weiter. Na egal. Attacke. Los, Attacke. Hä? Oh no. Ist der jetzt hier? Oh nein. Angriff einstellen. Stopp. Er dreht durch. Oh wei, oh wei. Da muss ich halt allein. Ich weiß nicht, wie ich dem Vieh sagen soll, dass es aufhören soll. Ja. Nummer 2. Ist es Einzel- oder Multiplayer? Ich bin gerade alleine unterwegs. Ich habe es aber auf Multiplayer gestellt, weil es sein kann, dass ich hier vielleicht auch mal mit meinem Bruder oder meinen beiden Cousins oder sowas zocken will, je nachdem, ob die Bock haben. So, und wenn das fertig ist, müssten wir eigentlich noch einen zweiten Kollegen hier im Lager absetzen müssen, können, glaube ich. Also 3 sogar. Okay, schüchtern sind sie. Ich würde mal sagen, wir legen uns mal schlafen. Um mein Bett zu... muss es überdacht sein. Okay, die legen sich auch hin. Holzdach. Reicht das? Ah, reicht. Aha. Mal gucken, was diese Hühner können. Ich würde mal sagen, wir holen uns da mal eins von. Vielleicht können die Farmarbeit. Und... extrem schwach und extrem lecker. Jesus. Farmarbeit. Oh, die sind neu. Pinguine. Pingu, Pingu. Mache ich mit der Spitzhacke mehr Schaden? Ui. Oh, das wollte ich nicht. Unaufhaltsame Naturgewalt. Jesus. Es ist wahrscheinlich kein gutes Zeichen, dass hier direkt so eine Boss-TP-Leiste auftaucht. Okay, dann versuchen wir uns mal an dem Vieh vorbeizuschleichen. Drauf da, du Schisser, schreibt er. Okay, ich schick mein Huhn hin. Vielleicht mache ich kritischen Schaden mit meiner Fackel. Komm mal lieber zurück. Der ist jetzt nicht aggro, oder wie? Oh doch. Ich habe 2 Schaden gemacht. Wow! Matschbombe. Oh oh, schnell weg. Oh, da ist noch ein schönes Vieh. Scheiße. Ah, was kannst du... Ah, hier ist jede Menge neuer Kram. Komm her, komm her, komm her. Ich will schnell reisen. Weg hier. Okay, das machen wir nicht nochmal. Also wir Level 5 sind, das Vieh Level 38 habe ich auch gesehen, keine Sorge, aber ich dachte mir, es ist witzig, wenigstens mal drauf zu kloppen. So, aber erstmal machen wir das Lager hier auf 7, das ist ja auch im Tutorial gefragt. So. Also bisher macht's Spaß, also bisher kann ich es empfehlen.